Schönen guten Tag, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel im Signal Iduna Park gegen den SC Freiburg vor leider nur 750 Zuschauern. Ich begrüße neben mir unseren Cheftrainer und wir warten gemeinsam auf eure Fragen. Und beginnen werden wir mit Jesko von Eichmann. Bitte. Hallo. Vorweg die Frage nach dem Personal. Wer ist da? Wer ist eventuell nicht da? Wie geht es Manuel Akanji zum Beispiel? Ist der schon wieder eine Option? Ja, Manu ist eine Option. Wir warten heute noch das Abschlusstraining ab. Die OP ist jetzt 4 Wochen her. Es hat sich ganz gut entwickelt insgesamt. Er war schon wieder auch im Teamtraining. Trotzdem müssen wir immer schauen von Tag zu Tag, wie reagiert er auf Belastung. Da sind wir gerade dabei und dran. Aber das sieht grundsätzlich erstmal ganz gut aus. Rafa Guerrero hat die Woche bis hierhin wenig bis gar nicht trainieren können, hat nach dem Spiel Probleme gehabt. Gio Reyna ist auf einem guten Weg insgesamt, wird aber noch keine Rolle für den Kader spielen. Daxo ist zurück nach seiner Covid-Erkrankung, trainiert auch wieder mit der Mannschaft, aber auch dort ist es noch zu kurz einfach, wird morgen dann auch noch nicht dabei sein. Marius Wolf wird wieder dabei sein können, ist wieder fit. Und Mucki haben wir alle gesehen, hat mit Ansgar und Tiggi zusammen eine Halbzeit im Testspiel der U23 gespielt, ist auch wieder voll einsatzfähig. Und neue Ausfälle sind dann nicht dazugekommen bis hierhin, zum Glück. Marian Laske für die Funke Mediengruppe. Ja, Herr Rose, gegen Frankfurt haben Sie ja, wie viel beschrieben, eine sehr gute Reaktion gezeigt und noch 3-2 gewonnen. Die Reaktion mussten Sie aber natürlich nur zeigen, weil Sie auch vorher Defensivprobleme hatten, 2 Gegentore kassiert haben. Was sind so die Erkenntnisse aus diesem Spiel und was nehmen Sie jetzt mit für das Spiel gegen den SC Freiburg, die ja sicherlich auch in der Lage sind, Fehler zu bestrafen? Ja, dass wir es besser machen müssen, aber das nehmen wir uns ja schon eine ganze Weile vor. Ich denke, die erste PK vor dem Frankfurt-Spiel haben wir ja über unsere Themen geredet, dass wir weniger Gegentore bekommen wollen, dass wir insgesamt besser verteidigen möchten. Ich muss nochmal sagen, insgesamt war die Leistung in Frankfurt auch erste Halbzeit schon nicht so schlecht. Wenn man 0-2 zurücklegt, dann ist natürlich klar, was dann geschrieben steht. Aber wir haben sehr gute erste 15 Minuten gehabt, sehr, sehr gute erste 15 Minuten und haben dann Spielkontrolle verloren über einfache Fehler. Wir haben Standardsituationen zugelassen, alles Dinge, die gegen Freiburg natürlich schwierig werden könnten. Freiburg sehr standardstark, bekommen das erste Tor nach einer Standardsituation, machen dann noch 2-3 einfache Fehler mit Ball. Daran gilt es einfach zu arbeiten, dass wir dort klarer werden, weniger Ballverluste insgesamt haben und trotzdem ist es Fußball. Du wirst immer wieder Bälle verlieren und dort geht es dann darum, eine gute Staffelung auf Ballverluste gegen den Ball zu haben, richtig auf Ballverluste zu reagieren und das Tor bis zum Ende zu verteidigen. Das ist der Ansatz, das bleibt so. Wir haben jede Woche drüber reden und uns erarbeiten, aber wir müssen es dann halt auch irgendwann mal besser machen. Das ist auch ein Fakt. Bijan Jakobi. Ja, hallo Marco. Sascha hat es vorhin gesagt, 750 Zuschauer. Sehen Sie das mit einem lachenden Auge, weil Sie sagen, Gott sei Dank keine Geisterspiele, wir bekommen Unterstützung, oder eher mit einem weinenden Auge, weil 750 Zuschauer sind doch unverhältnismäßig wenig für ein Stadion, das über 80.000 fasst? Ja, ich sehe es ja mit 2 weinenden Augen. Ich freue mich natürlich für alle, die dabei sein dürfen. Und es bringt zumindest etwas Atmosphäre. Aber sind wir ganz ehrlich, eigentlich bringt es auch keine Atmosphäre. 750 Leute, dann hört man den einen oder anderen. Und das kann uns ein bisschen was geben. Aber wenn wir über ein Stadion reden, wo über 80.000 reingehen und unsere Fans fehlen, dann ist es schwierig und macht auch wenig Spaß, das muss man auch klar sagen, weil wir natürlich alle gemeinsam Fußballfeste feiern wollen mit unseren Fans, weil wir volle Stadion wollen, zu Hause, auswärts, weil das
Das hören wir ja auch relativ häufig in den letzten Wochen. Das ist, was Fußball ausmacht, insgesamt Emotionen. Und das fehlt natürlich komplett. Und es geht jetzt schon eine ganze Weile. Und das zehrt natürlich, das ist klar. Im Schnitt, Bijan, hat jeder Zuschauer, glaube ich, 108 Plätze. Das ist schon wirklich bitter. Julian Schildheuer von Radio 91.2. Hallo Herr Rose, kurz mal auf den Gegner. Freiburg ist ja aktuell Vierter. Was überrascht Sie aktuell an der Spielweise und warum stehen die so weit oben in dieser Saison? Ja, überraschend tut mich gar nichts, weil in Freiburg über Jahre einfach schon hervorragende Arbeit geleistet wird, sehr seriös und klar, immer wieder ein guter Kader auf die Beine gestellt wird, insgesamt im Rahmen der Möglichkeiten, die Freiburg hat, sehr konstant, eine Mannschaft, die eingespielt wirkt, die klare Automatismen hat. Das ist natürlich vor allen Dingen dem hervorragenden Trainerteam dann auch um Christian zu verdanken. Klare Abläufe, sehr stabil gegen den Ball, sehr aggressiv gegen den Ball. Und da ist im Fußball im 11 gegen 11 die Rechnung relativ einfach. Wenn du das gut machst und dann noch eine Idee mit Ball entwickelst und die ist auch gut bei Freiburg, auch flexibel, es ist viel Fußball dabei, es ist auch mal das einfache Spiel auf den zweiten Ball dabei, Standardsituationen, viele Flanken natürlich dann auch über Günther, gute Boxbesetzung, also alles nicht überraschend. Und dementsprechend auch zu Recht sehr konstant und mit guten Ergebnissen die Saison und dort oben dabei. Sebastian Kolzberger für die Bild. Ja, hallo zusammen. Erling Haaland hat jetzt die letzten beiden Spiele nicht getroffen. Das ist ja für ihn schon fast eine kleine Durststrecke. Merkt man das bei ihm im Training? Nagt das an ihm oder macht es ihn noch ehrgeiziger, explosiver im Training? Ja, hat er das verkraftet? Also er kommt auf jeden Fall noch. Grundsätzlich nagt das an Erling natürlich, ist doch klar. Also definiert sich über Tore, aber er hat in Frankfurt einen Assist gegeben, ganz wichtig. Und noch wichtiger für mich als Trainer, wie sehr er sich für die Mannschaft mit uns gemeinsam danach in der Kabine über den Sieg gefreut hat, auch wenn er nicht getroffen hat. Und an den anderen Dingen arbeiten wir und er, das kommt immer mal vor. Aber natürlich macht ihn das, motiviert ihn das natürlich vor allen Dingen, um dann irgendwann wieder auch zu treffen. Wichtig ist, dass er seine Lockerheit und Leichtigkeit nicht verliert, dass er nicht überpaced. Ich glaube, Tore schießen wollen tut Erling immer und er wird es auch wieder machen. Daniel Herzog für The Zone. Marco, hallo in die Runde. Wir haben vorhin schon über Defensive gesprochen und es wird ja immer viel über die Mannschaft gesprochen dabei. Ich würde ganz gerne mal über Sie sprechen. Jetzt schaut man auf Bundesliga und Champions League und nur auf die beiden Sachen im Vorjahr mit Gladbach über 1,6 Gegentore pro Spiel. Gleiches jetzt mit dem BVB. Soll jetzt nichts heißen, aber wie zufrieden ist denn der Trainer Marco Rose mit sich beim Thema Defensive? Ja, also ich bin ja Teil der Mannschaft, Teil des Vereins, für den ich arbeite. Und wenn wir zu viele Gegentore kriegen, kann ich nicht zufrieden sein. Das ist doch klar. Wenn ich da noch ganz kurz anschließen darf, also Defensive war ja am Anfang der Saison schon mal Thema. Ich weiß noch, vor dem ersten Gruppenspiel der Champions League bei uns am Mikro gesagt, wir haben noch so ein paar Schüsse frei und müssen an Dingen arbeiten und vielleicht müssen wir auch grundsätzlich ein paar Dinge ändern. Muss man denn jetzt grundsätzlich Dinge ändern und wenn ja, welche wären das? Ja, das ist eine Frage, die ich gerne zurückgeben würde. Was soll man machen? Mit 12 Spielen, mit 13? Also wir arbeiten an den Themen, die wir haben und das sind auch keine unlösbaren Aufgaben, die sich uns stellen, sondern es geht dort immer wieder auch ums Thema Aufmerksamkeit. Jeder weiß auch, in welcher Konstellation wir immer wieder, keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Viererketten wir dieses Jahr auf dem Feld hatten. Es gibt ein paar Statistiken, die auch sagen, dass wir grundsätzlich sehr kompakt verteidigen. Wir verteidigen natürlich auch ein Stück höher als möglicherweise noch in den Jahren davor, aber wir haben keine Riesenprobleme mit Bällen hinter die Kette. Ja, es ist so, dass wir
aus Ballverlusten einfach zu viele Großchancen zulassen. Bedeutet, wir müssen Ballverluste vermeiden. Also das Thema Defensive, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, geht auch immer einher mit vor allen Dingen bei Borussia Dortmund, wenn du viel den Ball haben möchtest, mit dem Thema Offensive. Das bedeutet, wir müssen klar in unserem Spiel mit dem Ball werden, verantwortungsvoller mit dem Ball umgehen und Ballverluste dann besser absichern. Das ist das große Thema, was wir haben. Aber wenn du eine Mannschaft bist, die nach vorne spielt, und ein paar Tore schießen wir ja auch, also da könnten wir auch drüber reden, dann geht das immer wieder auch damit einher, dass du möglicherweise auch ein paar... Aber Fakt ist eins, wir müssen dort besser werden, weil gibt es eine einfache Regel, Spiele gewinnst du immer über die Offensive, aber die Titel, die holst du vor allen Dingen dann natürlich auch über eine sehr, sehr stabile und verlässliche Defensive. Und das betrifft nicht nur unsere Kette oder unsere defensiven Mittelfeldspieler, sondern das betrifft unsere ganze Mannschaft. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Haben Sie es im Grunde fast gerade schon beantwortet. Geht auch in Richtung Taktik. Sie sagen ja auch immer, dass nicht die gewählte Taktik an sich so das Problem sein könnte manchmal, sondern die Ausgestaltung, wie die Mannschaft es umsetzt auf dem Platz. Trotzdem jetzt mal die Frage, 28 Gegentore sind natürlich ein Wert, der am Ende eben nicht dafür sorgen wird, dass sie ganz oben stehen, wenn es so weiterlaufen würde. Müsste man vielleicht mal das Ganze ein bisschen defensiver angehen? Sie haben sehr, sehr viele offensiv denkende Spieler immer in Ihrem Kader. Ja, das ist jetzt gar keine Option. Also anzufangen, sich in irgendeiner Form hinten reinzustellen oder passiver zu werden. Ich glaube, das verwirren wir die Jungs und erreichen genau das Gegenteil, denke ich. Sondern wir wollen aktiv verteidigen und möglicherweise sind wir dort auch noch in einem Prozess. Also unsere Außenverteidiger haben natürlich immer wieder weite Wege. Unsere Kette, die dann Tor schieben muss, hat möglicherweise auch weite Wege. Aber alles Dinge nochmal, die wir, und das gehört auch zur Wahrheit, schon oft genug gut gemacht haben. Und die Gegentore, die wir bekommen, ja, nochmal, sind erklärbar, analysieren wir natürlich auch immer wieder. Wir wollen besser werden in diesem Bereich. Aber ich dachte, wir haben 3-2 gewonnen letzte Woche in Frankfurt. Das ist jetzt so die letzten Fragen irgendwie, oder? Ja, wir haben gewonnen, ja. Ich glaube, Frankfurt. Aber wir wollen besser werden defensiv, auf jeden Fall. Ich glaube, Frankfurt hatte auch in 27 Spielen zuvor nur eine Heimniederlage kassiert, übrigens. So schlimm. Ich glaube, wir hatten auch 21-8 Torschüsse. Aber wir wollen besser werden. Also das muss schon hängen bleiben. Ja. Marian Laske nochmal. Herr Rose, wenn man auf den Spielplan guckt, dann war jetzt diese Woche keine englische, die nächste ist eine und dann sind sogar nochmal 2 Wochen Zeit, bevor dann ja sehr viele englische Wochen folgen, gerade wenn Sie weit in der Europa League kommen wollen. Ist das jetzt eine sehr, sag ich mal, sehr wichtige, sehr entscheidende Phase, weil Sie vielleicht so wie noch nie mit der Mannschaft arbeiten konnten, gerade weil ja auch viele Verletzte zurückgekehrt sind? Ja, wir hatten eine gute Trainingswoche. Jetzt haben wir schon wieder nur eine kurze Trainingswoche, weil wir Freitagabend spielen, Belastungssteuerung. Ich glaube, wichtig wird für uns die Phase, auch nur eine kurze Phase, aber dort haben wir zumindest mal 2 Wochen zwischen Hoffenheim und Leverkusen. Die Länderspielpause. Dort können wir tatsächlich sehr viel und inhaltlich arbeiten. Und ja, die Phase wird wichtig. Punkt 1, um Jungs wie Gio Reyna ranzuführen. Manu ist dann hoffentlich wieder im Rhythmus. Daxo ist dann hoffentlich wieder einsatzbereit und spielfähig. Und wir bleiben dann auch mal gesund. Das wäre wichtig. Und dann geht die Post ab. Das ist sicher richtig. Dann haben wir ständig Spiele, wenig Trainingszeit. Und wir haben natürlich ein paar Ziele, die wir erreichen wollen. Aber nächste Aufgabe, nächster Halt ist jetzt SC Freiburg morgen Abend. Und das wird eine schwierige Aufgabe, das ist zu erwarten. Julian Schildteuer nochmal. Es geht nochmal um die individuellen Fehler von den Spielern. Sie hatten gesagt nach dem Spiel gegen Frankfurt, dass da mehr mit den Spielern gesprochen werden soll. Wie genau sehen denn solche Gespräche aus, beziehungsweise was konkret wird denn da besprochen, damit solche Fehler von Freiburg vielleicht nicht so einfach bestraft werden können? Ich habe nach dem Frankfurt-Spiel gesagt, dass ich
aufgrund der individuellen Fehler mehr mit den Spielern sprechen will, glaube ich nicht. Oder vielleicht war es auch davor, kann auch sein. Über individuelle Fehler sollte gesprochen werden, wie sehen solche Gespräche aus? Ja, natürlich sprechen wir, also die Jungs sind ja ein paar Jahre teilweise dabei, also Mats Hummels, wenn der einen individuellen Fehler macht, dann weiß er genau, dass es einer ist und wenn der zu Gegentoren führt, dann weiß er, dass das dann besonders schwerwiegend war und dass wir das abstellen müssen und besser machen müssen. Wir nochmal analysieren jedes einzelne Spiel, reden über Dinge, die gut gelaufen sind, aber auch über Dinge, die wir besser machen wollen, besser machen müssen. Wir trainieren am Platz dann bestimmte Sachen auch, aber individuelle Fehler ist natürlich immer, ist schwierig, also wie willst du da trainieren? Da geht es um Vertrauen, um Selbstverständnis in das, was ich mache, Verantwortung für den Ball, tatsächlich auch auf bestimmten Positionen dann mit Ballverlusten eines, also vielleicht auch mal mit dem, damit rechnen, dass ein Kollege vielleicht einen Fehler macht und ich dann darauf reagieren kann, muss, richtig, um den Fehler noch auszumerzen. Das sind so die Kleinigkeiten, über die wir dann sprechen und die wir versuchen umzusetzen. Aber grundsätzlich ist es immer wichtig, dass wir viele Einzelgespräche führen, auch Videomaterial den Jungs einzeln zeigen, plus Gruppe, plus Mannschaft und da sind wir dran. Jesko von Eichmann für Sky. Ich mache nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu Erling Haaland. Ist es auch so, dass Verteidiger sich anders auf ihn einstellen, ihn anders verteidigen und er da in seinen ja immer noch jungen Jahren, das vergisst man ja manchmal ganz schnell, dass er eigentlich noch sehr, sehr jung, ein junger Stürmer ist, dass er da jetzt auch durch einen Lernprozess geht und sich auch vielleicht noch ein bisschen umstellen muss? Ich kann beides bestätigen, Jesko. Ich denke, Punkt 1, stellen sich natürlich die Innenverteidiger auf Erling ein, auf seine Spielweise, auf seine Robustheit. Sie analysieren ihn natürlich, sie wissen, welche Wege er macht. Aber auch dort haben wir gesprochen, ein paar Dinge auch versucht anzupassen. Er hat in Frankfurt dort versucht, gut umzusetzen und hat trotzdem kein Tor gemacht. Ich glaube, dass Erling selber auch weiß, dass er sich in bestimmten Bereichen noch weiterentwickeln kann. Jetzt haben wir alle gesehen und gesagt, dass er im Thema Kopfballspiel zugelegt hat. Freuen wir uns alle drüber und in den anderen Bereichen machen wir einfach weiter. Also nochmal, es ist für mich kein Drama, wenn Erling dann mal 2, 3, 4 Spiele nicht trifft. Ich glaube, so eine Serie hat dann auch jeder Top-Stürmer mal. Er wird irgendwann wieder treffen und er wird irgendwann auch wieder viel treffen, denke ich. Sebastian Kolzberger. Geht schnell. Ich habe nur eine organisatorische Frage an dich, Sascha. Was ist denn jetzt am Wochenende? 2G, 3G, 2G plus? 2G auf den Tribünen und in den Gastronomiebereichen ist 2G plus vorgeschrieben. Das heißt, wir haben für diese Fälle auch eine eigene Teststation. Also zum Beispiel für Hospitality-Kunden. Ah, okay. Danke. Kein Problem. So, Jesko von Eichmann. Jawohl, ich habe noch eine Frage zu Felix Zweier. Der hat in dieser Woche angekündigt, oder es wurde angekündigt, dass er eine Pause einlegen wird, dass ihn auch dieses Topspiel immer noch sehr beschäftigt. Wie sehr beschäftigt euch das noch? Wie sehr beschäftigt euch auch der Nachhall, vielleicht auch in der Mannschaft, Marco, dieses Spiels noch? Ja, grundsätzlich war das Spiel für uns dann natürlich irgendwann, es hatte natürlich einen gewissen medialen Nachhall, durch Randerscheinungen auch. Aber wir haben das dann relativ schnell abgehakt und hatten die nächsten Spiele auch vor der Brust. Ich glaube, dass das eine persönliche Entscheidung von Felix Zweier ist. Wenn man in dem Bereich arbeitet, wo wir tätig sind, ist auch klar, dass du immer wieder Dinge über dich hören musst, immer wieder Dinge über dich lesen musst. Damit musst du umgehen können, das ist klar. Ich wünsche ihm da jetzt eine gute und ruhige Phase vor allen Dingen und dann wird er wahrscheinlich auch wieder zurückkommen und Fußballspiele pfeifen. Entschuldigung, noch eine kurze Nachfrage. Wärt ihr da auch bereit, nochmal in den Dialog zu gehen?
Also ich bin immer für Dialog. Also es geht jetzt nur um mich persönlich. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt großartig um den Verein gehen muss. Ich bin immer für Dialog. Ich glaube, ich habe irgendwann mal letzte Saison in Gladbach auch mal einen Kaffee mit Herrn Aitekin angeregt. Also ich bin immer zu allem bereit, grundsätzlich, weil es natürlich Sinn macht, sich über grundsätzlich zu unterhalten, weil man dann so ein paar Sachen auch mal von beiden Seiten hört und andere Blickwinkel bekommt und sich ein paar Dinge vielleicht auch auflösen. Nochmal, wir haben an diesem Spieltag einfach nur für uns nicht richtig behandelt gefühlt. Wir hatten den Eindruck, dass die Schiedsrichterleistung nicht gepasst hat. Das haben wir kundgetan. Und dann geht es aber grundsätzlich auch weiter. Aber ich persönlich bin immer gerne für alles offen. Und nochmal wünsche ihr jetzt Herrn Zweier einfach eine gute, ruhige Zeit und hoffentlich mit dem Ergebnis, dass er dann wieder Spaß daran findet, Fußballspiele zu pfeifen. Und die abschließende Frage für heute kommt von dir, Kramp. Ja, kurz nochmal zurück zu Erling. Der Verein hat da angekündigt, dass er auch jetzt bald vom Spieler selber wissen möchte, wie er seine Zukunft ab Sommer sieht. Ist das eine Geschichte, in die Sie sozusagen auch involviert sind, in der Sie auch Ihre Meinung kundtun? Ich nehme an, Sie werden schon wollen, dass er bleibt. Reden Sie da mit dem Spieler rüber oder ist das eine reine Geschichte, die der Verein regeln muss? Ja, wie vor uns. Ich bin ja Teil des Vereins und natürlich reden wir drüber. Unsere Haltung ist ja klar, wir würden uns freuen, wenn Erling noch ein bisschen länger hier in Dortmund bleibt. Alle anderen Sachen sind vertraglich geklärt. Wir sehen uns jeden Tag, reden ab und zu mal auch über bestimmte Konstellationen. Also wir sind da eigentlich entspannt, weil wir wissen, um was es geht, weil wir die Gemengelage kennen und in dem Fall, dass dann irgendwann eine Entscheidung dann getroffen wird, werden wir als Verein reagieren oder wir werden jubeln, wenn Erling möglicherweise sich dafür entscheidet, noch ein paar Tage länger hier zu bleiben. Das wünschen wir uns alle. Wir werden es euch wissen lassen. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme an dieser Pressekonferenz. Wir sehen uns morgen im Signal Iduna Park wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.